Heute gibt es mal ein kleines Status-Update. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal kein Tutorial, also es gibt nichts zum Lernen dieses Mal. Das ist ab nächster Woche, machen wir das wieder ganz normal. Da gibt es wieder Tutorials über Web und UI. Und was gibt es heute? Ich möchte nämlich einfach ein bisschen mit euch grundsätzlich so ein bisschen Veränderung ansprechen, was so kommt, was geplant ist, was meine Ziele für dieses Jahr sind. Und ich würde auch gerne ein bisschen Feedback von euch einholen. Und zwar als erstes beginnt für mich dieses Jahr ein neues Kapitel, nämlich eigentlich noch nicht dieses Jahr, sondern eigentlich ab dem 1.2. Und zwar habe ich meinen Job, wo ich jetzt aktuell arbeite, gekündigt und wechsle hier in Köln in ein neues Unternehmen als Senior Developer. Und das hat viele Auswirkungen privat, aber natürlich auch für diesen Channel. Und welche Auswirkungen sind das? Wer schon mal meine Zing-Seite besucht hat, die letzten Jahre als Consultant gearbeitet, war deswegen viel unterwegs, war teilweise 4 Tage die Woche unterwegs. Und das ist sehr interessant gewesen. Ich habe viele nette Leute, viele coole Kollegen kennengelernt. Aber es ist halt auch einfach anstrengend, viel unterwegs zu sein. Und vor allem in Verbindung mit diesem Channel fiel halt alles immer aufs Wochenende. Und das hat dafür gesorgt, dass ich teilweise einfach keine Zeit hatte, weil persönliche Dinge dann doch wichtiger sind, dass ich nicht immer ein Video produzieren konnte. Und das ändert sich so ein bisschen. Ich arbeite jetzt viel von zu Hause. Ich arbeite vor allem halt in Köln und bin immer abends zu Hause in meiner eigenen Wohnung. Und das bedeutet, ich kann auch abends einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde an irgendeinem neuen Projekt arbeiten. Und es fällt nicht immer alles aufs Wochenende. Und das ist schön und darauf freue ich mich sehr. Deswegen ist mein erstes Ziel dieses Jahr, jede Woche ein Video zu produzieren. Ich verspreche, dass ich es versuche, dass ich es schaffe, werden wir am Ende des Jahres mal gucken. Aber grundsätzlich verspreche ich, dass ich es versuchen werde, weil das alles für mich dieses Jahr deutlich entspannter wird. Das nächste große Thema ist, ich werde eine neue Webseite veröffentlichen. Nach über zweieinhalb Jahren mittlerweile liegt auf meiner Domain einfach nur eine Fillerseite und die muss weg. Und deswegen habe ich mich jetzt schon einige Wochen hingesetzt und das ganze Ding mal gebaut. Sie ist soweit fertig, sie ist getestet, der Content steht. Es ist noch nicht alle Funktionalität, die ich mir vorstelle, dort hinterlegt. Das wird noch kommen, Step by Step, aber sie wird jetzt released und zwar am 1.2. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn der ein oder andere dann mal auf die Webseite geht und mir gegebenenfalls Feedback gibt, falls ihr Bugs findet oder so etwas. Erstmal ist es ja die Beta-Phase. Was heißt, es ist Version 0.0 und Version 1 werde ich erst dahin schreiben, wenn das Ganze wirklich getestet ist. Also am 1.2. kommt die neue Webseite. Ich habe es gesagt, ich muss mich jetzt dran halten und jetzt muss es halt passieren. So, aber das sind die beiden großen persönlichen Themen und jetzt zu dem Channel. Was kommt dieses Jahr? Was habe ich geplant? Und der erste wichtige Punkt ist, viele haben mich angeschrieben in letzter Zeit, ob ich nicht mal Lust hätte, eine Art Livestream zu machen. Persönlich muss ich sagen, ich bin kein großer Fan von diesen Coding-Livestreams, wo man einfach jemand zuguckt, wie er ein Programm schreibt, weil das doch irgendwie langweilig ist. Muss ich sagen, also ich persönlich bin einfach kein Fan davon und sowas wird es definitiv nicht geben. Aber viele haben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, so etwas mal zu machen, beziehungsweise allgemein live zu streamen. Und deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal in die Runde fragen, was ihr davon haltet. Schreibt es mal in die Videokommentare und vor allem schreibt in die Videokommentare, was ihr euch für Content vorstellen könntet. Einfach so im Q&A ein bisschen quatschen oder wirklich irgendwelche Problemstellungen mal diskutieren, irgendwelche Code-Reviews machen in der Gemeinschaft oder so etwas. Deswegen ja, also schreibt es einfach mal in die Videokommentare, was ihr davon haltet, weil wenn viele dafür sind, dann würde ich mir überlegen, mal die passende Hardware dafür anzuschaffen, sonst lohnt sich das einfach nicht. Die nächsten Punkte sind, was sind dieses Jahr für Inhalte geplant, neben den normalen Inhalten wie zum Beispiel CSS, JavaScript und HTML und so weiter, was es die ganzen letzten Jahre schon gibt, was es immerhin geben wird, sind dieses Jahr 2 Reihen geplant. Eine ist eigentlich nicht so eine richtige Reihe, es ist mehr so ein zusammenhängende Verkettung von einzelnen Videos und das wird sich mit einem Headless CMS, nämlich Strapi, beschäftigen. Damit werden wir uns dieses Jahr uns das ganze Ding mal ein bisschen genauer ansehen. Und das nächste, was es geben wird, ist eine komplette Flutter-Reihe. Das heißt, ihr habt ja auch im letzten Video, letzte Woche, in dem Trends-Video, jede Menge Feedback dazu gegeben, dass ihr sehr gerne was für Flutter hören würdet. Und das wird es geben. Es wird eine komplette Flutter-Reihe geben. Aber wahrscheinlich erst so Q3, Q4 dieses Jahr. Also eher gegen Ende, noch nicht jetzt, weil ich muss mir erstmal überlegen, was machen wir, wie ziehe ich das auf, ich muss es erstmal programmieren, aufnehmen und so weiter. So große Reihen sind immer ein bisschen umfangreicher als so kleine für sich stehende Videos. Das sind so die beiden großen Projekte. Daneben werde ich dieses Jahr, oder habe ich mir als Ziel gesetzt, mindestens 10 Videos zu produzieren, die sehr tief werden. Also die wirklich sehr tief in die Angular-Materie reingehen und dort komplexe Problemstellungen behandeln, die wirklich für fortgeschrittenere Nutzer sind, die aus meinem direkten Alltag teilweise kommen, also einfach Problemstellungen, an denen ich aktuell in Stories arbeite, in denen ich in Kundenprojekten arbeite und so weiter. So etwas mal vorstellen und diese Videos werden auch für die Unterstützer dieses Channels quasi sein. Ich habe letztes Jahr leider nicht einmal geschafft, ein Video zu produzieren und es sind schon ein paar Unterstützer und ich hoffe, dass ich dieses Jahr oder ich
möchte einfach mindestens 10 Videos produzieren, die wirklich nur für die Channel-Unterstützer sind. Das ist so ein Ziel von mir. Aber wie gesagt, es wird trotzdem jede Menge Videos auf diesem Channel geben. Was es nicht geben wird, nachdem ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, ist ein Video oder ein Kurs auf Udemy. Ich sehe da einfach keinen Zweck für mich persönlich, weil ich diesen Channel nicht mit dem Hintergrund mache, viel Geld zu verdienen. Da muss ich einfach sagen, die Zeit, die ich für diesen Channel investiere, quasi könnte ich als Freiberufler arbeiten und das wäre wahrscheinlich deutlich lukrativer, als diesen Channel zu produzieren. Und deswegen wird es keinen Kurs auf Udemy geben, auch wenn das viele von euch schon gefragt haben, ob ich nicht mal sowas machen möchte, wird es, zumindest dieses Jahr habe ich mir das nicht vorgenommen und sehe auch nicht, dass es in naher Zukunft passiert. Ansonsten würde mich mal interessieren, was ihr euch so wünscht. Was würdet ihr gerne mal alles auf diesem Channel sehen? Welche Themen interessieren euch? Neben WebGL, das wird dieses Jahr nicht kommen. Wichtiger Punkt. Ich habe mir jetzt selbst jede Menge Info und Material zusammengesucht für WebGL, aber das ist so ein großes Thema, dass ich mindestens ein Jahr brauchen werde, um mich da richtig einzuarbeiten, um wirklich tief in der Materie drin zu sein. Und dann wird es wahrscheinlich 2022 doch das ein oder andere WebGL-Tutorial geben, aber es dauert einfach. Also wirklich ein Tutorial zu machen mit dem Thema ist gar nicht so einfach und deswegen muss ich mich da erstmal selbst einlesen. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mal in die Videokommentare, was ihr euch dieses Jahr vorgenommen habt, was ihr auf diesem Channel gerne sehen würdet. Und ansonsten, ja, kann ich nur sagen, joint der YouTube-Community bzw. dieser Channel-Community. Unten in der Videobeschreibung findet ihr nämlich Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Hallo sagen, Fragen stellen, mit mir quatschen oder einfach mit Gleichgesinnten euch ein bisschen austauschen. Ansonsten, ja, war es das so, was dieses Jahr geplant ist. Und viel Spaß und ein erfolgreiches Jahr 2021.